Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion zum Thema digitale Lehre, Erfahrungen, Chancen und Herausforderungen. Ich begrüße eine illustre Runde von Expertinnen und Experten zu dem Thema. Ich stelle alle Anwesenden mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Da hätten wir aus meiner Position links oben im Moment jedenfalls Frau Miriam Burfeind, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin im Fachgebiet Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Osnabrück. Ein Schwerpunkt ist spielerisches digitales Lernen, Stichwort Gamification. Dann haben wir Herrn Udo Kronshagen, darunter links, halb hier so, links unten, Direktor und Leiter der Gesamtschule Schinkel in Osnabrück, also mit der schulischen Perspektive, die sicherlich auch ganz spannend sein wird. Wir haben ganz unten im Bild Professor Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik an der Hochschule Osnabrück und Leiter des E-Learning-Kompetenzcenters der Hochschule Osnabrück und schließlich Professorin Ursula Walkenhorst, Professorin für Didaktik der humanen Dienstleistungsberufe an der Universität Osnabrück und auch dort Studiendekanin und Mitglied auch im Vorstand des Virtuos, des Zentrums für digitale Lehre, Campusmanagement und Hochschuldidaktik an der Universität Osnabrück mit dem Schwerpunkt Hochschuldidaktik. Wir haben außerdem einige Impuls-Statements, zu denen ich dann im Detail noch komme, wenn es soweit ist. Die werde ich dann hier einspielen. Und wir haben auch einige Stimmen von Schülerinnen und Schülern, einige Fragen, die ich sicherlich zwischendurch einstreuen werde. Mein Name ist Frank Ollermann. Ich bin Professor für Psychologie und User Experience an der Hochschule Osnabrück und gleichzeitig Leiter des Geschäftsbereichs Hochschuldidaktik in besagtem Zentrum Virtuos für digitale Lehre, Campusmanagement und Hochschuldidaktik an der Universität Osnabrück. Frau Burfeind, Herr Morisse und Frau Walkenhorst sind mir persönlich bekannt seit teils vielen Jahren. Deswegen werde ich Sie auch in dieser Diskussion, wie ich das sonst auch tun würde, mit Vornamen und mit dem Du ansprechen. Also, dass Sie sich zu Hause beim Zuschauen hier und beim Zuhören nicht wundern. Aber es soll ja keine Plauderei unter Freunden sein, sondern es soll eine Podiumsdiskussion werden, hoffentlich auch lebhaft. Und um einen ersten Impuls zu setzen, rufe ich jetzt mal das erste Impulsstatement auf, und zwar eins von Professor Dr. Ingmar Ickeroth. Er ist Dekan an der Fakultät Management, Kultur und Technik am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück und Vizepräsident für Digitalisierung an der Hochschule Osnabrück, und er hat eine klare Vorstellung davon, wie gute digitale Lehre aussieht. Moment. So. Ja, wir haben im letzten Semester einen großen Sprung bezüglich digitaler Lehre gemacht mit großer Kreativität, Agilität und einer für uns als Hochschule etwas untypischen Fehlertoleranz haben wir gute Lösungen gefunden. Wir haben uns manchmal auch selbst überrascht, was plötzlich alles online möglich war, wie wir selbst dann auch Labor- und Praxisbezüge ins Digitale übersetzen konnten. Das war schon eine gute Leistung. Und dennoch konnten wir das sehen, was wir auch erwartet haben, nämlich, dass die soziale Interaktion von absolut hoher Relevanz ist. Und wenn wir uns nur in digitalen Räumen treffen, fehlt es letztlich an nonverbaler Rückmeldung. Und es ist eben auch weitaus schwieriger, Vertrauen aufzubauen, sowohl für die Lehrperson als auch für die Lernenden. Darum ist es in der digitalen Lehre ein ganz besonderer Faktor, aufmerksam und wertschätzend miteinander umzugehen. Wir müssen sozusagen eine eigene Kultur der Digitalität entwickeln. Und da haben wir die ersten Erfahrungen sammeln können. Mir scheint es, dass wir in den letzten Monaten viel mit den neuen Techniken und auch mit der E-Didaktik für uns haben lernen können. Und wir sind nun bemüht, das Digitale mit unserem langfristigen Betrieb zu verheiraten, sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden und da auch eine neue Form für unsere Didaktik insgesamt zu finden.
So, das ist also das erste Statement. Ich würde da gerne einen Aspekt zunächst mal herausgreifen. Es wurden ja verschiedene angesprochen, nämlich die positive Perspektive. Was ist gut gelaufen? Haben wir ja gehört. Vieles ist überraschend gut gelaufen, was man vielleicht vorher nicht unbedingt erwartet hat. Zu den Herausforderungen kommen wir im weiteren Verlauf der Diskussion sicherlich auch noch. Aber ich würde mit einer positiven Note auch gerne anfangen wollen und einfach mal in die Runde fragen, welche positiven, vielleicht auch überraschend positiven Erlebnisse im Online-Semester, Sommersemester 2020 ihr und Sie gemacht haben. Vielleicht fangen wir mal an mit der universitären, mit der Hochschulperspektive. Ursula Walkenhorst, möchtest du vielleicht mal sagen, was dir besonders positiv aufgefallen ist, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war? Ja, das mache ich gerne, weil ich sehr überrascht selber war, wie gut es funktioniert hat, wie viel Positives wir erlebt haben. Und ich glaube, der erste gemeinsame Eindruck war der Schulterschluss zwischen Studierenden und Lehrenden, das gemeinsame Semester auch zu gestalten und nicht zu einem Nichtsemester werden zu lassen. Und dieser Schulterschluss hat sich jetzt, kann jetzt nochmal sehr spezifisch von unserem Institut sprechen, in der Form auch gezeigt, dass wir im Verlauf des Semesters immer wieder im Gespräch und im Austausch mit den Studierenden waren, um zu sehen, was funktioniert gut und wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen optimieren und nachbessern. Also ein Stück gemeinsame Kultur der Digitalität, so wie Herr Ickeroth das gerade gesagt hat, vielleicht schon gemeinsam entwickelt, die müssen wir jetzt weiter fortsetzen. Mhm. Dankeschön für den ersten Eindruck. Miriam, du bist ja auch im Bereich der beruflichen Bildung unterwegs, vielleicht deswegen als nächstes mal deine Perspektive. Was sind so deine positiven, die positiven Dinge, die du aus der Online-Lehre, aus der verordneten Online-Lehre ja im Prinzip mitgenommen hast? Ja, also ich würde persönlich sagen, jetzt aus meiner Perspektive teile ich auch viel Euphorie. Ich bin schon seit einiger Zeit in diesen ganzen digitalen Aspekten am Arbeiten und am Forschen und jetzt gab es so eine Art Revolution, wo plötzlich alle alles mitmachen mussten und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viel schneller und konsequenter auch einfach mal ausprobiert wurde und ich finde das, was Professor Ickeroth gesagt hat zu dieser Fehlerkultur sehr schön, dass natürlich nicht alles funktioniert, aber man lernt es halt auch nicht und kann es nicht funktionabel machen, wenn man es nicht einfach mal macht und ausprobiert. Und das habe ich als sehr positiv erlebt. Ich habe auch als positiv erlebt die Infrastruktur unserer Universität. Also wir haben sehr viele Tools zur Verfügung gehabt. Wir hatten Serverkapazitäten, wir haben ein Lernmanagementsystem, was super funktioniert. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen von anderen Universitäten gehört, die da sehr viel mehr Probleme hatten als wir. Und das habe ich als sehr positiv wahrgenommen. Also die Uni Osnabrück war auf jeden Fall gut gerüstet, würde ich sagen. Mhm. Zum Thema Technik werden wir gleich sicherlich auch nochmal kommen, vielleicht auch gerade im Vergleich Hochschule und Schule. Carsten, Morisse, vielleicht als nächstes, um mal so ein bisschen den Schwenk zur Hochschule hier zu machen, an den Westerberg sozusagen. Du als Professor für Informatik, da sollte man ja denken, dass deine Studierenden es ganz besonders leicht haben eigentlich, mit digitalen Tools und mit digitaler Lehre umzugehen. Ist das auch so? Das würde ich jetzt nicht so unbedingt teilen. Also sage ich mal so, der selbstkritische Umgang und der vernünftige Umgang mit den Tools, das ist, glaube ich, ganz egal, in welcher Disziplin wir uns da bewegen. Ja, aber um vielleicht auch noch mal ganz kurz zu sagen, die Sichtweise der Hochschule hier reinzubringen, also das jetzt gerade Gesagte, würde ich auch schon mal teilen. Wir hatten ja vielleicht noch die besondere Herausforderung, dass wir im laufenden Semester schon waren, als uns sozusagen die Pandemie erwischt hat. Und was mich absolut begeistert hat, war einmal sozusagen die Schnelligkeit auch pragmatischer Entscheidungen, weil oftmals ist es ja an Hochschulen und Universitäten so, da wird eine lange akademische Diskussion geführt. Das war einfach hier nicht der Fall. Und der zweite Punkt, den ich ganz spannend fand, war, wir reden ja ansonsten relativ wenig über die Lehre in der Hochschule. Ja, und unsere Dienstbesprechungen jetzt während des Semesters waren noch nie so gut besucht, wo offensichtlich auch der Wunsch unter den Lehrenden da war, sich einfach mal auszutauschen. Wir haben so eine Online-Plattform geschaltet zum Erfahrungsaustausch unter den Lehrenden. Ja, und da haben wir mittlerweile 200 Akteure drin und da findet zumindest eine kleine Diskussion statt, wo man sich immer mal wieder austauscht, auch über Fakultätsgrenzen hinweg. Das fand ich wirklich richtig schön. Ja, prima. Zum Thema Austausch werden wir im weiteren Verlauf sicherlich auch nochmal kommen.
wenn es darum geht, ja, welchen Ausblick wir jetzt wagen. Herr Kronshagen, für Schulen stellt sich die Situation ja nochmal ganz anders dar. Deswegen bin ich besonders gespannt auf Ihre Einschätzung und aus Ihrer, auf Ihre Perspektive aus der Gesamtschule Schinkel. Aber zunächst einmal auch Sie, an Sie die Frage nach positiven Erlebnissen, nach Dingen, die gut funktioniert haben. Ja, wie Sie schon sagten, ist unsere Situation natürlich nicht unbedingt vergleichbar mit den Universitäten und Hochschulen. Zum Teil kann ich dennoch etwas da Gemeinsames sehen. Also was wirklich sehr positiv war, war die Ad-Hoc-Schulgemeinschaft, die sich ausgebildet hat in dem Thema, die gemeinsam daran gearbeitet hat, dass wir mit dem von heute auf morgen umgestellten Unterricht zurechtkommen mussten. Unter der Prämisse, dass wir keine Schüler verlieren, dass wir möglichst alle Schüler irgendwie mitnehmen dabei, auch erreichen, dass wir die Eltern erreichen. Und sehr positiv hat sich dabei herausgestellt, dass wir ein schuleigenes System haben, das iSurf eben, über die, wo jeder Schüler eingebunden ist und auch sofort erreichbar ist, wo wir dann auch sehr schnell bestimmte Module für uns weiterentwickelt haben, wo einzelne Lehrkräfte Tutorials erstellt haben für die Schüler, aber auch für die Kollegen, wie man diese Module nutzen kann am besten. Wir haben sehr viele auch Module ausprobiert aus anderen Systemen und letztendlich hat sich dann wirklich herausgestellt, dass wir einen gemeinsamen Weg gefunden haben, wie wir am besten damit arbeiten können. Das ist als sehr positiv zu sehen. Daneben, dass es doch ein Signal gegeben hat, die Digitalisierung in der Schule noch mehr voranzutreiben. Negativ eben, wir haben gesehen, da ist ein großes Defizit in vielen Bereichen, gerade was das Technische angeht. Wir haben aber auch sehr schnell dann eben einige Flaschenhälse beseitigen können, zumindest uns auf den Weg gemacht, sodass wir für die Zukunft besser gerüstet sind dabei. Das ist auch ein sehr positiver Effekt. Unbürokratische Lösungen zu finden, das war sehr positiv. Wir haben natürlich in unserer Schülerschaft eine andere Situation. Es gibt tatsächlich auch Schüler, die haben keinen Zugang zu digitalen Endgeräten oder nur begrenzten Zugang. Und wir konnten sehr schnell unbürokratisch dafür sorgen, dass diese Schüler Geräte ausgeliehen bekommen haben. Wir haben also tatsächlich unseren Fundus geplündert, mal lapidar gesagt. Wir haben Laptops rausgegeben, mit denen die Schüler dann arbeiten konnten. Das war auch ein sehr positiver Effekt. Und das Letzte vielleicht noch, was sicher für Universitäten weniger zutrifft. Wir haben sehr schnell gemerkt, wie wichtig es ist, auch die Schüler zu erreichen, die eher einen etwas schwächeren sozialen Hintergrund haben. Und wir dann auch Wege gefunden haben, diese Schüler zum Teil auch tatsächlich dann für die Zeit in die Schule zu holen, in einer Notbetreuung und dann ihnen da ganz stark unter die Arme zu greifen, an dem digitalen Lernen teilzunehmen. Insgesamt eine sehr positive Erfahrung, die Zusammenarbeit des Kollegiums. Ja, danke schön für diese ersten Eindrücke aus der ersten Runde. Man sieht also, vieles, viele Dinge sind also erfolgreich umgesetzt worden, dank verschiedener Gelingensbedingungen. Ne, wir hatten jetzt gehört, eine technische Voraussetzung muss auch da sein. Technik ist nicht alles, aber ohne Technik ist alles nichts, so nach dem Motto. Und sofern da kreative Lösungen, unkomplizierte, unbürokratische Lösungen gefunden werden, kann man das Ganze gut meistern. Revolution, Miriam, war dein Stichwort. Wir wurden da ja alle so ein bisschen reingestoßen und mussten uns jetzt irgendwie zu dem Thema stellen. Was sind da so die Gelingensbedingungen, vielleicht außerhalb der Technik? Oder gibt es noch andere Dinge, wo der eine oder die andere in dieser Runde sagen würde, das ist irgendwie vielleicht auch von den sagen wir mal, menschlichen, persönlichen, psychologischen Voraussetzungen oder von den sozialen Voraussetzungen oder organisatorischen Voraussetzungen wichtig, damit man diese positiven Effekte auch dann am Ende sehen kann. Carsten, vielleicht kannst du aus deiner Perspektive, Frau Ursula Walkenhorst meldet sich, dann ziehe ich sie mal vor. Carsten, das sparen wir mal auf. Ja, bitte. Das Mikrofon müsstest du, glaube ich, noch anmachen. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Das ist jetzt der Klassiker, ne? Einer der Lieblingssätze, dein Mikro ist nicht an. Eines der schönsten Sätze in diesem Semester. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, so auch als Gelingensfaktor, und ich vermute, das wird in diesem Semester jetzt schon anders sein. Also ich glaube, dass man jetzt auch sehen muss, es entwickelt sich weiter, es entwickeln sich aber auch Erwartungen weiter, was jetzt die Kompetenzen sowohl auf Seiten der Lehrenden als auch der Studierenden betrifft. Aber im letzten Semester war es so, dass auf der sozialen Ebene die Lernenden und die Lehrenden mit sehr viel Verständnis füreinander, aufeinander zugegangen sind. Also das, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass sich alle erstmal gefreut haben, dass etwas passiert ist, dass auch weiter gelernt werden konnte. Und wenn es mal gehakt hat, Stichwort dein Mikro ist nicht an, dann wurde das auch angemerkt, aber es war mit viel Respekt und viel, wir schaffen das so im klassischen Sinne. Und das war eine soziale Ebene, wo, und das habe ich als sehr besonders auch erlebt, wo Lehrende und Studierende auf Augenhöhe miteinander agiert haben. Sonst ist der Lehrbereich eine Vermittlungssituation ja ganz oft. Und da kamen neue Aspekte hinzu, wo ich glaube, dass da etwas von überbleiben wird. Mhm. Genau, das können wir ja gleich nochmal beim Ausblick schauen, was dann übrig bleiben wird. Carsten, dazu, ich hätte jetzt von dir auch gerne aus der Community, die du vorhin beschrieben hast, gewusst, was vielleicht dann auch so motivationale Voraussetzungen sind oder Interessensvoraussetzungen bei den Akteurinnen und Akteuren, die wichtig sind, damit das Ganze gelingt. Aber vielleicht möchtest du was anderes. Ja, also sagen wir mal, was sicherlich, wo sich sicherlich erstmal alle dran gewöhnen müssen, dieses neue Format. Viele sind da reingestürzt worden und ich glaube an vielen Stellen, ich habe neulich so den Begriff des Emergency Remote Teachings gelesen. Ja, den fand ich irgendwie ganz spannend. Also man hat irgendwie versucht, welches Format auch immer sozusagen in diese Welt zu tragen. Ja, und eines der Dinge, die da sagen wir schon häufig auch dann als sehr störend natürlich empfunden wurden, waren sozusagen diese fehlende soziale Interaktion, die sich beispielsweise in der klassischen Veranstaltung dadurch äußert, ja, wenn wir arbeiten ja mit diesem Tool hier, wir sehen jetzt hier diese schönen Kacheln, wenn wir eine Veranstaltung machen, sind die in der Regel schwarz. Das habe ich in diesem Semester alles nochmal schön thematisiert und mittlerweile habe ich dann auch bunte Kacheln gefüllt, das heißt, die Leute schalten sich auch wirklich mittlerweile dazu, weil die dann auch vielleicht selbst merken, okay, das ist für die Lehrperson einfach auch unangenehm, wenn sie immer nur sozusagen in so eine schwarze Wand reinspricht. Ja, und das glaube ich schon, also dieses Miteinander, würde ich auch sagen, war wichtig zwischen Lehrenden und Studierenden. Und aber im letzten Semester hat eine Kollegin mal so den Satz gesagt, und das finde ich schon auch, ich sage mal, der Welpenschutz für die Lehrenden hört auch irgendwann auf. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich weiterentwickeln. Und ich meine, ich mache das ganze Thema der Online-Lehre ja nun seit vielen, vielen Jahren. Dieses Semester nochmal ganz neu, indem ich mich nochmal viel stärker online auch Interaktion versuche, in die Veranstaltung reinzubringen. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Ne? Und das ist irgendwie bislang in den Diskussionen aus meiner Sicht noch nicht hinreichend gewürdigt. Ja, wie viel Zeit eigentlich, wenn ich so eine Veranstaltung vorbereite, ich muss dann irgendwie Interaktionsboards machen, was ich normalerweise mache. Ich gehe mit Moderationskoffer in eine Veranstaltung und mache das sozusagen zum Stehgreif. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir dann einen Austausch unter den Lehrenden finden, um einfach auch gegenseitig voneinander zu lernen. Also ich glaube schon, man muss die Studierenden dann erstmal heranführen. Das geht auch nicht, die können es auch nicht von jetzt auf gleich. Man muss ihnen auch immer ein bisschen Zeit geben. Aber ich kriege zumindest die Rückmeldung, Mensch, das macht denen auch Spaß, wenn man halt gute Tools endlich einsetzt. Aber man muss es wirklich gut vorbereiten. Das kostet einfach wahnsinnig Zeit und das müssen wir irgendwie berücksichtigen. Also, ja, danke schön. Herr Kronzagen, vielleicht nochmal als letzten Diskussionsbeitrag, bevor wir uns den nächsten Impuls anschauen. Miriam, vielleicht passt das, wozu du dich gemeldet hast, ja gleich auch noch. Ja, Gelingensbedingungen in der Schule sind natürlich ganz andere, muss man einfach sagen. Wir haben es mit wesentlich jüngeren Menschen zu tun. Wir haben auch einen gewissen Erziehungsauftrag. Wir haben üblicherweise einen Präsenzunterricht nach Stundenplan mit vielen verschiedenen Fächern. Und das muss natürlich untergebracht werden irgendwo. Und dann ist eine Gelingensbedingung tatsächlich, das haben wir sehr schnell festgestellt, eine feste Struktur für die Schüler. Wir können keinen Online-Unterricht machen, wenn der eine Schüler um 8 Uhr dabei ist und der nächste um 12. Also schon einen Unterricht auch nach Stundenplan, soweit es eben möglich ist. Und dann müssen wir wirklich sehr stark nacharbeiten, auch für die Zukunft,
ein ganz anderes methodisches Repertoire zur Verfügung haben. Der Unterricht, wie wir ihn kennen aus der Schule, mit Gruppenarbeit, mit verschiedenen Sozialformen, die wir während der Stunde wechseln, das ist natürlich online in vielen Fällen noch nicht möglich. Da fehlt uns wirklich das Repertoire. Also Gelingensbedingungen sind hier deutlich nachzuarbeiten in dem, was machbar ist online und eben auch Methoden zu finden, die gut funktionieren. Mhm. Ja, danke schön. Wir sind im Prinzip jetzt schon bei der Überleitung zu den Herausforderungen, wenn wir hier von Gelingensbedingungen und Voraussetzungen sprechen. Als nächstes würde ich einen weiteren Impuls gerne reingeben in die Diskussion, diesmal von Herrn Professor Dr. Kai-Uwe Kühnberger. Er ist Dekan des Fachbereichs Humanwissenschaften an der Universität Osnabrück und Vizepräsident für Transfer, Forschung und Nachwuchsförderung. Und wir schauen mal, wie er das digitale Sommersemester wahrgenommen hat. Ohne jeden Zweifel war das digitale Sommersemester 2020 eine Zäsur. Niemand hätte es vorher für möglich gehalten, dass Vorlesungen, Seminare und Übungen von heute auf morgen in den Cyberspace verlegt werden können. Niemand hätte gedacht, dass es eine Universität innerhalb kürzester Zeit schafft, ein Open-Source-System auf den eigenen Servern aufzusetzen, dass zeitgleich Tausenden von Studierenden eine Teilnahme an Online-Lehrveranstaltungen ermöglicht. Kaum jemand hätte gedacht, dass virtuelle Prüfungen und teilvirtuelle Verteidigung von Dissertationen im Großen und Ganzen störungsfrei durchgeführt werden. Trotzdem war und ist die Sache anstrengend für beide, für Lehrende und für Studierende. Digitale Lehre ist anstrengend, weil virtuelle soziale Kontakte die realen sozialen Kontakte nicht ersetzen, weil die Inhalte der Lehre so schnell nicht in die passenden digitalen Formate überführt werden können, weil auch für Lehrende eine Didaktik, die auf E-Learning-Plattformen angepasst ist, relativ neu ist und Studierende sich an die neuen Formate ebenfalls erstmal anpassen müssen. Es bleibt deswegen noch viel zu tun, auch weil wir nicht wissen, wie lange die Pandemie noch andauern wird. Trotzdem bietet sich auch die Chance der Erweiterung klassischer Lehrangebote durch digitale Formate. Dies konsequent zu nutzen, wird zu einer Verbesserung der Lehre auch in Nach-Corona-Zeiten führen. Da war also zum zweiten Mal schon, und Carsten, du hast es vorhin ja auch schon mal angesprochen, den Aspekt der sozialen Interaktion gehört. Deswegen möchte ich das auch nochmal herausgreifen. Und zunächst vielleicht mal an Sie, Herr Kronshagen, die Frage, gerade für Schülerinnen und Schüler, ist der soziale Kontakt ja ganz besonders wichtig. Mittlerweile, sicherlich auch nicht zufällig, sind ja gerade die Schulen, die jetzt es den Schülerinnen und Schülern wieder ermöglichen, sich regelmäßig persönlich zu treffen, auch wenn das ein bisschen anders ist, als man das von früher gewohnt war. Wie haben Sie die Zeit der Schulschließung, des Homeschoolings erlebt? Es gibt dazu auch eine Frage einer Schülerin oder eines Schülers, ob man das Homeschooling, ob man das jetzt als Wunsch verstehen sollte, ob man das Homeschooling auch nach der aktuellen Krisensituation ausweiten kann. Also Stichwort Homeschooling, wie ist da Ihre Einschätzung? Sie haben ja schon was zu den Gelingensbedingungen gesagt. Hier spielen ja sicherlich auch die Eltern eine größere Rolle oder sie spielen eine wichtige Rolle, anders als sicherlich an der Hochschule. Wie hat aus Ihrer Sicht Homeschooling funktioniert oder eben auch nicht funktioniert? Wo lagen da die Herausforderungen, vielleicht auch über die hinaus, die Sie schon genannt haben? Ja, also ich glaube, da muss man ganz deutlich trennen. Einmal das Vermitteln von Wissen und Kompetenzen, das ist sicher etwas, was man hinbekommen kann, was zum Teil auch gut funktioniert hat und je nach Schülerin oder Schüler auch erfolgreich war. Ich denke, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass manche Schüler wirklich sehr gut damit zurechtgekommen sind und auch durchaus gute Leistungen daraus kreieren konnten. Die Komponente, die uns wirklich Sorgen macht, das ist die soziale Komponente. Die sozialen Interaktionen, insbesondere der Teil auch der Erziehung betrifft. Wir haben nun mal auch einen Erziehungsauftrag gemeinsam mit den Eltern. Das ist natürlich digital kaum zu bewerkstelligen. Dazu gehören aber auch
einfach soziale Interaktionen in der Schule zwischen den Schülern. Das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das gerade für die jüngeren Schüler ist. Die Älteren kommen da relativ gut mit zurecht. Die haben sicher auch ihre sozialen Kontakte über digitalen Medien noch deutlich mehr. Aber gerade die jüngeren Schüler sind da doch sehr benachteiligt. Ganz extrem macht sich das bemerkbar natürlich bei inklusiv beschulten Schülern, denen hier eine ganz klare 1:1-Betreuung zum Teil fehlt, die eben hier gerade nicht inkludiert werden können, weil sie eben alleine zu Hause sitzen oftmals. Und vielleicht noch schlimmer sind natürlich die Schüler betroffen, die jetzt, also die Flüchtlingskinder zum Beispiel, die noch ganz große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, denen die Sprachvorbilder fehlen, aber auch den anderen Schülern Sprachvorbilder in ihrer eigenen Klasse, in ihrer eigenen Lerngruppe, in der Schule, die haben sie natürlich nicht. Auch Vorbilder in anderen Bereichen, die fehlen ihnen dann. Und das werden wir so schnell digital nicht meistern können. Also ist es da ganz wichtig, ganz engen Kontakt mit den Eltern, mit den Elternhäusern zu halten. Das funktioniert zum Teil auch wiederum sehr gut, zum Teil aber eben auch gar nicht. Und da gibt es eben auch Schüler, die haben zu Hause sehr wenig Unterstützung von den Eltern. Und das sind profane Dinge. Allein wie man zum Beispiel eine Word-Datei öffnet, wie man sie vielleicht umwandelt. Es gibt auch viele Eltern, die können da gar nicht unterstützen. Und andere haben dann natürlich einen großen Vorteil. Das sind Probleme, die wir noch nicht lösen konnten. Das wird aber sicher etwas sein, was uns die nächste Zeit noch begleiten wird. Und wo wir auch noch aufarbeiten müssen aus der Zeit, wo die Schüler wirklich zu Hause geblieben sind. Das sehe ich als wirklich großes Problem, als große Herausforderung. Ja, dieses Abhängen bestimmter Gruppen. Man kann ja die Hoffnung haben, wenn alles irgendwie online ist, wenn alles digital ist, dann ist irgendwie, wird alles gleich gemacht. Das war in der ersten Podiumsdiskussion zum Arbeitsleben auch schon so ein Mythos, mit dem da aufgeräumt wurde. Da ging es dann zum Beispiel insbesondere um die Rolle der Frauen, die jetzt einfach mehr schultern müssen und wo sich die vage Hoffnung, dass das zu einer Art Gemeinschaftsschicksal wird und dass das alles gleich macht, eben nicht bewahrheitet hat. Carsten, du hast jetzt auch die Hand gehoben. Ich weiß, du hast im Vorfeld diesen Aspekt des Abhängens einzelner Gruppen auch thematisiert. Was sind deine Gedanken dazu? Mikro? Meine Gedanken, ich fasse ich mal unter dem Stichwort Selbstregulationskompetenz zusammen. Also wie sind eigentlich die Schülerinnen und Schüler und Studierenden in der Lage, sich selbst zum Lernen zu motivieren? Weil das, glaube ich, eine Eigenschaft ist, die viel stärker jetzt gefordert ist in dieser Situation. Dass ich also im Prinzip eigenständig, selbstständig, eigenverantwortlich mich auch mit den Inhalten auseinandersetze, wenn ich halt nicht in so einem festen Klassen- oder Vorlesungsverband bin. Und ich glaube, diejenigen, die das gut hinbekommen, die kommen auch mit dieser Situation jetzt gut klar. Oder zumindest halbwegs vernünftig klar. Und diejenigen, die da Schwierigkeiten haben, die werden ganz schnell abgehängt. Ja, also die es eigentlich da an dieser Stelle schon können, die sind da ganz klar im Vorteil. Und da ist natürlich ganz wichtig sozusagen die Unterstützung, die da geboten werden. Ob es nun durch das Elternhaus ist oder sozusagen wie dann die Lehrenden, ob nun an Schule oder Hochschule, Universität, ist ganz egal, wie wir dann sozusagen diesen begleitenden Prozess gestalten und welche Angebote wir da machen. Das ist für mich eine der zentralen Herausforderungen. Diese Wissensvermittlung, finde ich, ist irgendwie, also in ganz vielen Dingen gibt es entweder selbst produziertes Material, man findet ganz viel Material auch im Netz. Ja, die Schülerinnen und Schüler, die arbeiten heute mit entsprechenden Dingen, beispielsweise bei YouTube. Ja, aber wie kann ich dann sowas einbinden und dann meine Rolle als Lehrende auch so zu verstehen, dass ich halt diesen begleitenden Rahmen einfach schaffe? Das ist für mich eine der zentralen Herausforderungen. Mhm. Miriam, zum Thema Selbstregulation und Motivation kannst du ja sicherlich auch was beitragen. Du hast auch die Hand gehoben. Was sind deine... Ja, ich hatte da eher nochmal an das Thema soziale Benachteiligung gedacht. Mhm. Das stimmt dem ganz zu, dass das an der Universität auch ein Problem ist. Wahrscheinlich nicht so wie an den Schulen. Aber diese Studieneingangsphase, gerade jetzt wieder dieses Semester, wo die Studierenden neu an die Uni kommen, die ist so wichtig, damit die Studierenden sich auch wohlfühlen, damit die ankommen, damit die diesen Habitus an den Universitäten erlernen. Und all das fällt jetzt weg. Und wir haben im Rahmen eines Projektes auch so eine Erstsemesterveranstaltung gemacht und die Studierenden befragt, was die sich wünschen und was die für Herausforderungen sehen. Und es war dieses Jahr wirklich ganz eindeutig, dass viele sich Freunde gewünscht haben zum Beispiel. Also diese Angst, wirklich alleine zu sitzen und ein Leben zu haben als Student oder Studentin ohne andere Menschen, das ist eine ganz große Angst bei den Studierenden gerade. Und da müssen wir mit vielen guten Ideen kommen, wie wir diese soziale Interaktion digital oder auch auf anderen Wegen
hinbekommen. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mhm. Herr Grunzhagen, Sie hatten sich als nächstes gemeldet. Ja, so eine Isolation, wie sie gerade eben angesprochen wurde, die sehen wir bei den Schülern natürlich auch. Auch da ist eine große Sorge da, eben keine Freunde zu finden oder die Freunde zu verlieren, den Kontakt zu den Freunden eben nicht mehr zu haben. Das ist der eine Punkt, der sicher noch ganz schwierig ist, für gerade bei den jüngeren Schülern. Und das andere, wo ich noch gerne was zu sagen würde, ist Selbstmotivation. Ich möchte noch weitergehen, auch die Selbststeuerung. Also wir haben es ja mit jungen Menschen zu tun, die gerade das in der Schule lernen sollen. Und nun haben wir die Situation, dass sie das, was sie eigentlich lernen sollen, alleine lernen müssen, mit Unterstützung natürlich digital. Und das ist ein bisschen so wie an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Also da fehlt uns wirklich dann auch, da fehlt uns so der Zugang noch ein bisschen mehr, die Schüler dann zum selbstgesteuerten Lernen auch anzuregen. Und das muss geübt werden. Und das kann man natürlich nicht alleine üben. Das ist ein großes Problem, vor dem wir stehen. Womit wir wieder beim sozialen Aspekt wären. Ne? Lernen ist auch immer ein soziales Geschehen. Ursula, du hattest dich gemeldet. Genau, nochmal zu dem Thema des Sozialen beziehungsweise der Präsenz. Ja. Ich glaube, bis jetzt war uns nie so bewusst, wie stark wir unsere Lehre auf Präsenz ausrichten. Jetzt gemeint, dass wir Interaktionen planen, dass die Studierenden miteinander im Diskurs sind, dass wir Übungen machen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Präsenz in der Zeit, wenn wir wieder Präsenz möglich machen können, eine völlig neue Bewertung erfährt und dass wir nicht mehr Zeiten, in denen wir die Möglichkeit haben, miteinander in Präsenz zu sein, vergeuden werden. Also das ist so eine Hoffnung, die ich da auch ein Stück habe. Und nochmal zu den Herausforderungen. Das Thema der Selbstorganisation, Herr Kronzang, was Sie gerade auch für die Schulen angesprochen haben, das sehen wir bei den Studierenden auch. Und ich sage mal auch aus der Perspektive der Lehrenden, ich fand es jetzt auch wirklich eine Herausforderung, alles, Herr Morris hatte das gerade auch schon angesprochen, alles immer im Blick zu haben, synchron, asynchron, dass man Dinge hochladen musste, dass man im Forum was nachlesen musste und so weiter und so fort. Also der Workload insgesamt hat sich wirklich massiv erhöht, sowohl für die Lehrenden, aber natürlich auch für die Studierenden. Das ist eine der großen Probleme, die die Studierenden auch benannt haben, dass wir plötzlich bereit waren, noch eine Aufgabe und auch das stellen wir auch noch digital hoch und das könnte doch auch noch gemacht werden. Und damit haben wir, glaube ich, manchmal die Latte etwas sehr hoch angelegt und auch gerissen. Da setze ich jetzt mal auf das zweite Semester mit den Erfahrungen, die wir da auch gewonnen haben und auch mit den Rückmeldungen, die die Studierenden uns da auch gegeben haben. Aber nochmals zum Ausgangspunkt, Präsenz, das Soziale. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal gemerkt, wie bedeutsam das ist für das Miteinander und auch für den Bereich von Wissenschaft. Also wir können nicht ohne diese Diskurse auch leben. Mhm. Herr Grunzhagen, vielleicht können Sie sich Ihren Beitrag noch merken für die Zeit nach dem nächsten Einspieler, den wir jetzt so langsam nochmal reinbringen müssen, um das auch in der Zeit zu schaffen. Viele Dinge sind schon angesprochen worden. Wir haben jetzt nochmal eine Stimme von Helena Hassheider. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im E-Learning-Kompetenzcenter der Hochschule Osnabrück und teilt mit uns jetzt ihre Erkenntnisse für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Lehre. Ich arbeite seit rund einem Jahr im E-Learning-Kompetenzcenter der Hochschule Osnabrück und zugegeben, zu Beginn meiner Tätigkeit gab es noch keine riesige Nachfrage nach der Online-Lehre. Es hat sich aber im März schlagartig geändert, als die Hochschule auf digitale Lehre umgestellt hat. Und was in diesem Kontext hilfreich war, dafür, dass es gut funktioniert hat, war zum Beispiel, dass wir natürlich schnell von der Hochschule die Softwarelizenzen in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir vom E-Learning Competence Center haben parallel dazu auch eine Hotline eingerichtet, um Lehrende zu beraten, unter der wir auch jetzt heute noch täglich von 9 bis 17 Uhr erreichbar sind.
Darüber hinaus haben wir Plattformen und Events zum Austausch geschaffen. Das sind zum Beispiel regelmäßig unsere Online-Sprechstunden und Schulungen, die wir anbieten. Und da ist auch das A und O, dass Lehrende sich mit uns und untereinander austauschen können. Ich biete zum Beispiel in diesem Kontext regelmäßig ein Online-Seminar zum Thema E-Moderation an. Und genau, im Großen und Ganzen ist es halt besonders wertvoll, wenn sich die Lehrenden austauschen können. Und mein Tipp ist deshalb, egal ob in Hochschule oder Regelschule, sollten Plattformen und Raum zum Austausch geschaffen werden. Soziale Präsenz kann somit durchaus auch online ermöglicht werden. Also auch hier wieder dieser Aspekt des Sozialen, des Austausches, in dem Fall zwischen Lehrerinnen und Lehrern beziehungsweise Hochschullehrenden. Was ist für guten Online-Austausch wichtig? Wir hatten jetzt ja schon gehört, man braucht die entsprechenden Plattformen. Wie sehen die technischen Voraussetzungen aus? Was muss noch gegeben sein, damit so ein Austausch gelingt? Carsten, dich hätte ich sonst tatsächlich auch drangenommen. Ja, ich möchte das ja nochmal ganz kurz unterstützen, weil Helena arbeitet ja bei mir im Team. Das ist ja ein verteiltes Team bei uns über alle unsere Standorte hinweg. Und trotz der Pandemie haben wir noch nie so eng und gut zusammengearbeitet wie vorher. Einfach aufgrund, weil wir halt die richtige Plattform, eine vernünftige Plattform eingesetzt haben. Ja? Also ich würde sagen, dieses Thema soziale Interaktion, das kann auch in Teilen online gut gemacht werden. Das möchte ich einfach nochmal irgendwie betonen. Das erfordert aber auch, wenn ich das jetzt in die Lehre übertrage, Frau Weidmauer sagt das gerade auch schon nochmal, also neben der reinen Wissensvermittlung als Lehrender habe ich jetzt auch noch die Aufgabe, da diese Online-Regie irgendwie zu führen, alle Tools im Blick zu haben. Mich erreichen Nachrichten über einen Chat, ein Student ruft was rein. Das muss ich alles im Blick haben. Und das ist echt irgendwie eine ganz neue Kompetenz, die wir uns irgendwie aneignen müssen, ne, als Lehrende. Also ich habe das Glück, dass mir das Spaß macht. Ja? Aber ich kenne natürlich auch ganz andere Kollegen, die da einfach überfordert sind, ohne das jetzt zu werten, ja? Weil das vielleicht nicht so bislang das Regelgeschäft war. Weil ich musste so ein bisschen eben lachen bei dem Statement von Herrn Kühnberger. Ich meine, wir machen E-Learning seit 20 Jahren. Jetzt ist es auf einmal relativ neu. Aber also soziale Interaktion, da muss man sich überlegen, das kann ich auch gut mit Online-Medien unterstützen, ne? Mit den richtigen. Und das erfordert natürlich immer schon eine technische Ausstattung, wie wir es gerade von Herrn Kronzhagen schon gehört haben. Das hat nicht jeder. Das ist auch bei unseren Studierenden so. Ja, wenn ich mir wünsche, ich hätte gern ein Kamerabild von euch, ja, was ich denen nicht auferlegen kann, ich kann es mir wünschen. Und wenn ich dann von einem Informatikstudierenden sage, ja, das habe ich aber irgendwie nicht, das war für mich erstmal eine Überraschung, aber ist halt auch so. Ne? Und das ist natürlich schade, gerade auch mit Blick auf die Schulen. Ja, ich kenne auch viele Lehrende an Schulen, wenn ich mir da anhöre, was da für eine technische Ausstattung ist, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich mir überlege, wir sind hier in Deutschland. Das ist echt traurig. Herr Kronzahn, direkt dazu. Sie hat sich auf jeden Fall als Nächster gemeldet. Ja, Herr Morrissey hat schon einiges vorweggenommen für die Schulen. Die Ausstattung ist natürlich nicht so, wie man sie bräuchte. Und ich habe in einer Klasse 30 Schüler. Das heißt, ich müsste, um eine adäquate soziale Interaktion mit der ganzen Klasse zu machen, zum Beispiel einen Videochat oder eine Videokonferenz mit 30 Schülern gleichzeitig machen. Das ist einmal von der einen Seite aus der Schule her. Wir haben 1600 Schüler. Wir haben 50 Klassen plus Oberstufe. Über 50 Klassen plus Oberstufe noch. Also da braucht man eine Datenleitung. Da kommt man mit 100 Megabit nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Zum Glück ist der Glasfaserausbau auch angestoßen worden und es geht ein bisschen voran damit, aber auch das wird letztendlich nicht reichen, wenn an die, ich weiß nicht, 70 Lerngruppen gleichzeitig aus der Schule Videokonferenzen machen sollten, das reicht hinten und vorne nicht, das wird nicht funktionieren. Umgekehrt haben wir auch viele Familien, die Kinder bei unserer Schule haben, wo nicht nur ein Kind da ist, es sind zwei Kinder, es sind drei Kinder oder auch vier Kinder da. Zum Teil ist auch ist das Einkommen auch nicht so hoch, dass jeder Schüler, jedes Kind in der Familie ein eigenes Laptop oder ein Tablet zur Verfügung hat. Und dann kommt auch da natürlich zum Tragen, dass die Bandbreite der Internetverbindung oftmals überhaupt nicht gegeben ist. Das ist auch in manchen Familien immer noch so, dass die über ein Prepaid-Handy ins Internet gehen.
da kann man keine Videokonferenzen machen. Das ist innerhalb von wenigen Minuten aufgebraucht, das Volumen, das Datenvolumen. Damit haben wir wirklich zu kämpfen. Und dann sind wieder die abgehängt, die eben nicht mit Bild in der Videokonferenz erscheinen. Die sehen die anderen nicht. Sie hören sie vielleicht maximal oder können sich als Chat beteiligen. Und die Komponente ist gerade bei, das ist in der Universität so, das ist aber auch bei Schülern so und bei jungen Schülern noch viel mehr. Man muss sich sehen können, um sozial zu interagieren. Und das muss dringend ausgebaut werden, dass die Möglichkeiten geschaffen werden. Und da sehe ich große Probleme auf uns zukommen, weil mit einer 30er Lerngruppe wird man eine solche Konferenz nicht machen können. Mhm. Miriam, bitte. Ja, direkt dazu. Ich glaube, auch in der Universität gibt es ähnliche Situationen. Ich glaube, nicht so akut. Auch wir haben Studierende von ländlicheren Gegenden, die einfach immer online hängen bleiben. Und denen kann man das dann auch nicht irgendwie also zur Last legen oder sowas, weil die einfach auch das dann so in den Infrastrukturen so haben und zudem sich sehen können. Es ist ja auch so, also was ich ganz spannend finde, ist, wir forschen alle zu diesen Themen, soziale Interaktion, Videokonferenzen und letzten Endes sind wir Forschende in einem Prozess und selber auch involviert. Das heißt, niemand weiß, was da funktionieren kann oder was da nicht funktioniert, ob soziale Interaktionen im digitalen Raum überhaupt funktionieren oder nicht. Also vielleicht funktionieren die ja genauso gut und wir haben halt noch keine Langzeitstudien oder Erfolge davon gesehen. Das heißt, es ist so ein ganz schwieriger Bereich, darüber zu diskutieren und zum Beispiel zu diesen Videokonferenzen. Man guckt sich ja letzten Endes auch nicht an. Man guckt sich ja nie in die Augen. Das ist ja was bei Zoom-Konferenzen ganz spannend ist, finde ich, weil man sich ja, entweder man guckt auf den Bildschirm und man guckt ja nicht direkt in die Kamera zur gleichen Zeit. Das heißt, so diese Interaktion, die funktioniert ganz anders. Dazu kommt, das nennt sich dann diese Zoom-Fatigue. Oder so. Das ist so ein Modewort aktuell, wo es darum geht, dass man immer mega angestrengt ist von Videokonferenzen, weil man die ganze Zeit auf alles achten muss. Das Gehirn kommt mit diesen ganzen Informationen noch nicht klar und man muss sich die ganze Zeit selber betrachten, was für die Menschen auch nicht so normal ist. Also da ist man beschäftigt, sich selber anzugucken und zu kontrollieren und das ist wieder für das Gehirn und für den Menschen sehr anstrengend. Das heißt, all das sind so Prozesse, von denen wir einfach noch gar nicht wissen, was das bedeutet für die Bildung der Zukunft. Und das finde ich ganz ganz spannend, aber auch ein bisschen beängstigend. Wie ist denn so der Eindruck in der Runde? Brauchen wir ganz neue Lernformen auf einer abstrakteren Ebene? Es gibt ja solche Dinge, Carsten, ne? Inverted Classroom, Flipped Classroom, wo man also digitale Medien nutzt, um, so war es jedenfalls vor Corona, die Präsenzsituation aufwertet, dadurch, dass man dann vertiefen kann. Oder Miriam, das Stichwort Gamification, zu dem du ja forschst, das ist ein Schwerpunkt in deiner Arbeit ist. Oder Carsten, von dir kam auch das Stichwort EduScrum, also völlig neue Lehrformen, um zum Beispiel auch Dinge kompensieren zu können, wie bei Ursula, ihr habt ja ein Lernlabor, wo man Pflegesituationen einfach auch nachstellen, beobachten, analysieren kann. Gerade in den Humandienstleistungsberufen ist ja der Aspekt der Körperlichkeit durchaus wichtig. Es zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch die Diskussion immer mal wieder, dass man Dinge irgendwie ganz anders angehen muss, irgendwie völlig neu denken muss. Ich hoffe, Carsten, deine Wortmeldung passt zu meiner Einleitung. Ja, ich kann ja spontan auf den Inverted Classroom umschwenken, das mache ich ja ganz gerne. Sag mal so, klar, mich hat diese Pandemie natürlich auch überrascht mit der Schnelligkeit, aber dadurch, dass ich das Format schon seit Jahren praktiziere, war für mich die Umstellung gar nicht so großartig. Ich musste mir halt nochmal einfach auf eine andere Art und Weise Gedanken machen, wie kann ich jetzt sozusagen diese kostbare gemeinsame Zeit zwischen Studierenden und Lehrenden sinnvoll nutzen. Und ich meine, ich renne seit Jahren durchs Land und sage, wir brauchen eigentlich nicht diese klassische Vorlesung. Es ist alles aufgeschrieben, es ist alles auf Video. Was kostbar ist, ist die gemeinsame Zeit. Ja? Und da lasst uns da in den Dialog kommen. Ne? Und das ist jetzt, da spielt der Inverted Classroom wunderbar rein. Ja? Und man muss sich auch einfach jetzt Gedanken machen, wie kann ich diese Zeit mit digitalen Medien gut mit interaktiven Elementen dann füllen. Ne? Und genau, was ich jetzt sagen wollte, nochmal eben zu der Aussage, wir müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass die Lehrenden einfach ermuntert werden, einfach mal Neues auszuprobieren und auch keine Angst vorm Scheitern haben dürfen, um dann auch nochmal in Austausch untereinander gehen zu können, Mensch, was hat gut funktioniert, was hat auch nicht gut funktioniert, weil es halt noch keine Empirie dazu gibt. Ne? Und das ist mir so wichtig, dass wir einfach die Lehrenden in Dialog bringen, in welcher Form auch immer, dass sie sich einfach auch gegenseitig sozusagen befruchten können, Mensch, das hat gut funktioniert und probier das auch einfach ausmachen. Da müssten wir Rahmenbedingungen für schaffen. Das war ja sozusagen, Herr Grundsagen, Sie hatten eben auch von der Schul- und Lerngemeinschaft gesprochen. Das ist, denke ich, an der Uni und Hochschule ganz genauso.
Ja, Gemeinschaft von Lehrenden, Scholarship of Teaching and Learning ist ja auch so ein Stichwort. Es gibt ja an beiden Hochschulen auch den Begriff des Lehrkollegs mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung, wo eben auch diese Gemeinschaft von Lehrenden in dem Fall zum Ausdruck kommt. Ursula, du hattest dich als Nächste gemeldet. Genau, ich würde gerne noch mal etwas dazu ergänzen. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt auf der Ebene der digitalen Medien so ein High-End-Ziel erreichen, sondern ich glaube, wir müssen weiterhin die Akteure im Blick behalten. Die werden weiterhin das Entscheidende in dem Moment sein. Und wir werden immer besser werden und es werden sich natürlich auch weitere Tools entwickeln und die Technik wird sich weiterentwickeln. Aber letztendlich geht es darum, dass wir das so einsetzen, dass wir, das ist meine Haltung dazu, irgendwann auch gar nicht mehr über digitale und analoge Lehre sprechen, sondern wir sprechen über hochschulische Lehre oder Lehre an den Schulen und meinen beides. Und das ist selbstverständlich. Das ist eigentlich so, ich glaube, so ein Zukunftsszenario. Und dafür geht es wirklich nicht darum, aus meiner Sicht, dass man jetzt super technisch noch weiter voranschreitet. Ich würde gerne auch noch mal etwas sagen. Also es gibt schon eine Menge Studien dazu, ob der Lernerfolg und die Lernergebnisse sich verbessern, wenn man digitale Medien einsetzt. Und da gibt es so Meta-Analysen auch zu. Und das ist nur in einem ganz, ganz, ganz geringen Teil der Fall. Also wenn wir die Hoffnung haben, dass durch das Digitale jetzt wir andere Lernergebnisse erzielen können, dann ist im Moment der Forschungsstand, dass das nicht der Fall sein wird, sondern wir brauchen weiterhin andere Dinge, die zu guten Lernergebnissen führen. Soziales Miteinander, Präsenz, Aufgaben, die Probleme mit ansprechen, Problemlösungsfähigkeit anregen. Das sind eigentlich die Dinge, die wir da eher brauchen. Genau, ne? Also die Hoffnung, allein durch Digitalisierung oder durch das Digitalmachen wird es irgendwie besser, wäre sicherlich verfehlt. Aber es ist natürlich gut zu wissen, welche digitalen Möglichkeiten es gibt und wie man die dann wiederum didaktisch sinnvoll einsetzen kann und auch immer da die Mehrwerte im Blick behält, zu sagen, unter den Bedingungen, in dem Lernszenario, mit dem und dem Ziel, kann die eine oder andere digitale Technologie einen Mehrwert bieten und eine Chance bieten. Genau, halte ich für einen sehr wichtigen Gedanken. Miriam und dann Herr Kronzhagen noch und dann können wir, glaube ich, auch, müssen wir leider, glaube ich, auch schon langsam zu den Abschlussstatements kommen. Ja, ich stimme. Genau, ich stimme Frau Walkenhorst voll und ganz zu, gerade weil es gibt immer noch diese AG-Digitalisierung an Schulen, an Universitäten. Ich glaube auch, dass es eigentlich keine AGs mehr geben muss, sondern dass es einfach das große Ganze ist. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema High-End-Lösungen und so weiter. Ich glaube schon, dass bestimmte kreative Innovationen jetzt ruhig den Raum bekommen können, auch ausprobiert zu werden, gerade auch was das spielerische digitale Lernen angeht. Wir hatten ja vorhin zum Beispiel ganz oft darüber diskutiert, was soziale Interaktion schaffen kann. Und ich glaube, dass das spielerische Lernen da ganz viele Potenziale hat. Man könnte sich zum Beispiel mal Minecraft angucken und wie Schülerinnen und Schüler da miteinander kollaborieren. Das ist unglaublich. Und das übertrifft manchmal sogar den Präsenzteil. So. Und das sind so Potenziale, die man immer weiter erforschen, ausbauen sollte. Und ich glaube, ich halte das für ein großes Feld, wo wir noch viel machen können. Stichwort Mehrwert, in dem Fall eben bezogen auf die Motivation, da mitzumachen, weil sonst, das hattest du, glaube ich, im Vorfeld auch nochmal geäußert, verpufft das im Sinne eines Neuigkeiten-Effektes, dass man einfach sagt, ach, das ist ja lustig, das kenne ich ja nicht. Und dann ist das so ein Strohfeuer der Motivation und hat sich dann bald irgendwie verbraucht. Aber wenn man nachhaltig motivieren möchte, sind solche grundsätzlichen Überlegungen zu spielerischen Ansätzen sicherlich hilfreich. Ne? Herr Grunzhagen, vielleicht als letztes Statement nochmal, bevor ich nochmal so ein Abschlussstatement von Ihnen allen einsammeln möchte. Ja, ich stimme mit vielen Frau Walkenhorst und Frau Burfeind zu, was Sie gerade erwähnt haben. Ich denke, auch in den Schulen brauchen wir mehr Änderungen und Anpassungen in den Curricula. Da brauchen wir mehr Freiheiten in den Formaten, die möglich sind. Aber Grundvoraussetzung ist für mich auf jeden Fall eine ausreichende technische Ausstattung, damit alle Schüler gleichberechtigt teilnehmen können. Sonst nützt uns das Ganze nicht besonders viel. Der Präsenzunterricht wird nicht für immer verloren sein, mit Sicherheit nicht. Das wird noch den allergrößten Teil der Schule ausmachen.
Aber die große Chance besteht eben darin, dass man auch digitale Formate, in welcher Form auch immer, zur Verfügung steht. Und da brauchen wir eine Menge neue Ideen und auch neue Formate. Ja, wunderbar. Vielen Dank auch für diesen Wortbeitrag. Und jetzt, man mag es kaum glauben, sind wir schon fast am Ende der Zeit. Ich würde von Ihnen und euch allen noch ein letztes Statement einsammeln, einen Ausblick wagen. Wir stellen uns vor, Corona ist vorbei oder sozusagen. Man spricht immer von nach Corona. In Wirklichkeit ist es ja mit Corona. Wir haben diese ganzen Krisensituationen hinter uns und haben die ganzen Einschränkungen nicht mehr, denen wir jetzt unterworfen sind. Wir können wieder freischalten und walten. Trotzdem werden wir irgendwas gelernt haben. Deswegen nochmal mit der Bitte um eine ganz, ganz, ganz kurze Antwort in einem Satz. Die Frage in die Runde, wie wird Lehren und Lernen nach oder mit Corona aussehen? Was wird bleiben? Was nehmen wir mit? Was werden wir gelernt haben? Vielleicht Carsten, du als Erster mit kurzer Bedenkzeit. Kurze Bedenkzeit, dass wir die kostbare Präsenzzeit wirklich nochmal neu schätzen lernen und dass wir da zu einer wirklichen Interaktion kommen und nicht die Zeit damit vergeuden, dass wir Bücher vorlesen. Okay, Dankeschön. Miriam, du vielleicht als Nächste? Ja, ich habe gerade so dran gedacht, dass Lehre auf jeden Fall weiter bunt bleiben wird, abwechslungsreich und durch die digitalen Komponenten hier einfach auch bereichert werden kann. Und ich bin da vorsichtig optimistisch. Okay. Ursula, vielleicht als letzte Stimme aus dem Hochschulbereich? Ja. Ein bisschen hatte ich das vorhin schon gesagt, dass ich glaube, Perspektive spricht man von der Lehre und meint beides und weiß um die Bedeutung und um das kostbare Gut von Präsenz und sozialem Miteinander. Herr Grunzahn, Ihr Abschlussstatement in einem Satz. Wie sieht Lehre aus und Unterricht? Ja, das kostbare Gut des Präsenzunterrichtes, das kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall. Aber wir werden, das hoffe ich, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, doch einiges mitnehmen, was wir an digitalen Möglichkeiten nutzen können in Ergänzung zu dem Präsenzunterricht. Wunderbar. Vielen Dank für die angeregte und anregende Diskussion. Wir könnten natürlich noch stundenlang weitermachen und wir haben ja praktisch gerade jetzt angefangen, aber trotzdem, das Format sieht vor, dass wir jetzt leider zum Schluss kommen. Ich hoffe trotzdem, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer konnten neue Erkenntnisse und Impulse für sich mitnehmen. Ich wünsche Ihnen und euch hier in dieser virtuellen Runde alles Gute und auch den Zuschauern zu Hause gutes Gelingen bei allem, was Sie vorhaben und vor allen Dingen Gesundheit, also bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Vielen Dank.